Hallo und herzlich willkommen. Ich bin mal wieder unterwegs und zwar bin ich hier in Schlüchtern, hier unten im Ort, Bahnhof angekommen, durch den Ort durch, hier hochgekommen und jetzt geht es hier auf dem Spessartbogen weiter. Der führt nämlich von Schlüchtern nach Langenselbold oder von Langenselbold nach Schlüchtern und hat so circa 90 Kilometer. Jetzt geht's erstmal los. Bei der Tour heute bin ich nicht alleine unterwegs. Ich habe hier tatkräftige Unterstützung. Und zwar ist meine Schwägerin dabei heute mal. Und für sie ist das heute eine Premiere, denn sie hat weder Fernwandern bisher gemacht, noch draußen geschlafen. Und die Irina, hier ist sie. Wie fühlst du dich heute? Nervös. Geht's nervös, gell? Ja, so ging es mir beim ersten Mal auch. Aber wir machen das hier ganz gemütlich und gediegen und laufen diesen Spessartbogen, der wie gesagt von Schlüchtern nach Langenselbold geht oder besser gesagt umgekehrt und ca. 90 Kilometer hat. Wir werden ja die ganze Tour laufen, weil wir wollen es erstmal langsam angehen, dass die Irina erstmal ein Gefühl dafür entwickelt. Genau, und wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, dann seid dabei. Wir sind jetzt hier seit gefühlt einer Stunde irgendeinen Berg hoch. Und das sieht man ja auf der Kamera immer nicht, wie steil das ist. Ich bin ganz außer Puste. Und wenn ich wieder zur Luft gekommen bin, melde ich mich wieder, gell? Lach nicht. Die Sache ist absolut ernst, ey. Ich komme mir gerade vor wie so eine Dampflok, die hier hochmarschiert, die kein Kühlwasser mehr hat. Oh, kurz vorm Explodieren. Läuft mir hier nichts ahnend um die Kurve. Ich habe mich halber erschreckt, als ich das hier entdeckt habe, ohne Kopf. War wohl mal eine Dame und soll wohl Kunst sein, vermute ich mal. Ist allerdings beschmiert, was ich jetzt weniger schön finde. Was steht hier neben drauf? Grimmige Liebe 2018, die Namenlose. Und ich nehme an, dass das hier dann der Künstler war. Lars Tae Zun Kempel. Aha. Ja, hat was. Oh, da hat auch eine Lampe befestigt. Dass es der Dame hier nicht so dunkel wird in der Nacht hier. Schaut mal. Das finde ich jetzt wieder witzig. Interessant, wenn man mehr darüber wüsste, was es zu bedeuten hat, wäre es vielleicht noch interessanter. So ist es halt einfach diese Skulptur mitten im Wald oder auf einem Waldweg, an einem Waldweg. Natur, soweit das Auge reicht. Wir haben jetzt hier ein Teilstück, was jetzt hier quer durchs Feld führt, einfach offen. Wir müssen dann da, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, da drüben ist ein Radfahrer, der kämpft sich gerade da drüben eine Anhöhe hoch. Und dann müssen wir da oben durch den Tunnel. Ja, und das ist bei der Hitze ganz schön anstrengend. Ich habe jetzt mittlerweile meinen Sonnenhut aufgesetzt, weil es einfach unwahrscheinlich heiß ist. Die haben ja für heute, ich glaube, 35 Grad gemeldet. Und wenn du halt hier so Sonnenpassagen hast, das zehrt ganz schön. Aber wir hangeln uns hier durch von Waldstück zu Waldstück. Die Irina, die kämpft sich auch schon da hoch. Das wird werden. Wir schaffen das. Na klar schaffen wir das. Der Rucksack. Was? Sitzt der Rucksack richtig?
Ah ja, wir laufen hier, ich weiß nicht, wir sind jetzt so langsam unterwegs. Keine Ahnung. Wir haben jetzt ungefähr 5 oder 6 Kilometer hinter uns. Und irgendwann fragt sie gerade so, für was sind eigentlich die Hüftflossen? Naja, dann haben wir sie halt eingestellt, die Hüftflossen. Und seitdem flutscht das mit dem Rucksack. Ja, so, jetzt kämpfen wir uns mehr hier hoch. Guck doch mal, hier was eine Aussicht, Leute. Vogel. Da vorne an der Wiese, da sind uns 2 Feldhasen entgegengekommen in einem Karacho-Tempo. Der eine ist dann rechts abgebogen, der andere ist dann stehen geblieben, hat uns angeschaut und ist quer, einfach stumpf wieder zurück und quer fällt ein. Ob die sich wieder gefunden haben? Ich hoffe sehr. Ja, jetzt haben wir uns hier knappe 8 Kilometer einmal durch Lüchtern durchgekämpft und dann durchs freie Feld. Müssen wir links, alles klar, hier rein. Ah, hier. Bergauf. Und wieder bergauf. Naja, haben uns hier übers Feld hochgekämpft in der knalle Sonne. Wie geht's dir jetzt so? Ja. Ja, nicht so, ne? Ein Bach wäre mal schön. Ja, ein Bach, ein Bach wäre was ganz Tolles. Ich bin jetzt schon heilfroh, dass wir hier durch den Wald jetzt wieder sind. Oder können, weil durchs freie Feld bei der Mittagssonne, wir haben jetzt 2:30 und wir sind halt die meiste Zeit in der Sonne gewesen, was man uns mehr an meinem roten Ballon erkennen kann. Gell? Ja, jetzt geht es hier wieder bergan. Puh. Dementsprechend habe ich halt schon wieder keine Luft, gell, wie das so ist. Und melde mich dann nochmal, wenn ich wieder atmen kann. Ach, guck doch mal hier, Leute, wie süß das ist, oder? Sag doch mal. Mitten im Wald. Ich nehme an, das haben Kinder gemacht, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch echt herzallerliebst. Und Playmobil-Figuren, 2 Stück hier. Auch Reiter auf Pferd. Herrlich. Ja, und das ist hier so an diesem kleinen Singletrail, der jetzt hier hochführt, hat es dann rechts auf der Seite immer solche Figuren jetzt gehabt, an 3 Stellen. Echt goldig. Also ich muss sagen,
Der Weg ist wunderschön, wenn auch anstrengend. Aber der Spessartbogen führt natürlich, wie es der Name schon sagt, durch den Spessart. Und der Spessart hat halt schon ein paar Höhenmeter. Ne? Aber ich drehe euch gerade mal rum. Das ist das, was ich hier sehe oder was wir hier sehen. So sieht das hier aus. Und hier, das ist dieser kleine Single Trail. Und das ist auch um Längen besser zu laufen jetzt hier. Also hier gehen laus Lüftchen. Ja, Irina lächelt auch schon wieder. Ja, also als wir jetzt da unten durchs Feld gelaufen sind, das war echt, da waren wir ziemlich im Eimer. Uiuiui. Wir haben dann auch vorhin mal eine schöne Pause gemacht, damit wir uns mal ein bisschen akklimatisieren. Haben wir uns mal eins der wenigen Schattenplätze gesucht, um einfach mal ein bisschen zu, ja, zu relaxen, eine Kleinigkeit zu trinken und zu essen. Ja, und jetzt geht's hier weiter, ne? So kann's gehen. Jetzt beim unten durchklettern habe ich mich hier im Mikro verfangen und habe mir hier das Mikro kaputt gerissen. Also das heißt, das ist jetzt hier oben ab und lässt sich jetzt halt hier nirgends mehr befestigen. Das kann ich jetzt einpacken. Jetzt muss ich probieren, ob es einfach nur mit dem hier funktioniert. Wenn wir mal sehen. Ja, ihr Lieben, sagt mal, erinnert ihr euch an dieses Schild? Da oben, da bin ich doch die Tour gelaufen, die wilden Kerle. Und der Spessartbogen, die laufen gerade auf demselben Weg. Und ich muss jetzt tatsächlich da runter, die Irina ist schon vorgelaufen, runter zu den wilden Kerlen. Und das Tolle ist, ich wäre ja eigentlich an dem Tag gern diesen anderen Weg hinten weitergelaufen. Was ich dann aber nicht gemacht habe, weil es schon relativ spät war und ich halt auch schon ziemlich, ja, fertig war vom ganzen Tag wandern und habe mir das dann verkniffen. Und jetzt läuft es genau diese Route und jetzt komme ich doch noch dazu, diese Route zu gehen. Die Tour, die wilden Kerle, werde ich euch dann mal unten in die Infobox einen Link reinsetzen, weil im Video kann ich es noch nicht verlinken. Das geht noch nicht, weil ich noch nicht genug Abonnenten habe. Ne? Das geht immer alles erst ab einer gewissen Abonnentenzahl. Kann man dieses eine oder das andere machen. Das ist wie bei den Games. Ne? Wenn du dieses Level erreicht hast, dann wird irgendwas freigeschaltet. Und so ist das auch auf YouTube. So. Ja. Hier sind wir wieder am wilden Tisch. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Das wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon machen. Mich einfach mal hier oben draufsetzen. Oh. Und von der Sonne anleuchten lassen. Kommt man sich vor wie Ronja Räubertochter. Ja, kommt man sich vor wie Ronja Räubertochter. Da sagst du was, ja. Oh. Wow. Ist das hier schön? Also ich kann nur sagen, kann man empfehlen, oder? Ja. Auch wenn man 8 Kilometer durchs freie Feld latschen muss bei brütender Hitze. Man kann sich ja einen anderen Tag aussuchen, wo es nicht so heiß ist. Ja. Ist halt auch ein Naturdenkmal, ne? Mhm. Und wir sitzen gerade auf dem Tisch. Super. Wir werden gleich verspeist. Warte mal ab, wenn die hier ankommen, die wilden Kerle und über uns herfallen. Yeah. Frühstück, ach nee, Mittagspause, Mittagessen. Kaffeekuchen. Kaffeekuchen, ja. Oh, schön ist das. Mega. Wir haben gerade festgestellt, dass der Weg hier auch sehr schön ist. Und
auch sehr urig mit diesem Sandstein, was ich hier, oder, ach nee, das war das, dieses Muschelgestein, ne? Das war kein Sandstein, das war Muschelgestein, das hat sich hier übereinander gelagert und hat halt diese ja, Felsformationen hier gebildet. Und es war ja mehr so einzelne Teile und Stücke, ne, die lose aufeinander sitzen. Hier ist nochmal Moos drauf. Das ist echt wunderschön hier. Hier kommen die Wurzeln einfach, wachsen oben drüber. Und ja, beim Umdrehen habe ich dann so gesehen, hier geht's einfach mal. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber hier geht's einfach mal vorneweg 100 Meter einfach runter in eine Schlucht. Ganz tief und ganz steil. Ja, unser Weg führt uns jetzt hier hoch. Haben wir wieder Anstieg, was ja verständlich ist. Ne? Schließlich sind wir ja vorhin den Berg runter, um an den wilden Tisch zu kommen und zu den wilden Männern und wilden Häusern. Jetzt müssen wir das Ganze halt wieder hochlaufen. Aber der Weg hier ist auch sehr schön. So, jetzt wollten wir anfangen zu kochen. Also wir sind auch schon dabei jetzt mittlerweile, haben es aufgebaut. Und beim Ausräumen und Aufbauen habe ich dann festgestellt, dass mein Spiritusfläschchen kaputt ist. Wahrscheinlich habe ich es so feste zugeschraubt oder irgendwie an was anderes drauf gedrückt. Auf jeden Fall ist der ganze Spiritus jetzt hier erstmal ausgelaufen. Die Flasche war voll. Und das komplette Tuch hier ist klatschnass, alles voller Spiritus. Das lege ich jetzt erstmal hier nebenhin zum Trocknen. Die Kochtöpfe habe ich ein bisschen ausgespült mit Wasser. Und habe sie dann mit dem Taschentuch ausgetrocknet. Und ich bin jetzt echt heilfroh, dass ich reservetechnisch nochmal hier so eine Capri-Sonne mit Spiritus gefüllt habe. Sonst ja, hätten wir heute Abend was gegessen. Ey, guckt es euch an, da ist sie, die dicke, fette Zecke. Seht ihr das da drauf? Das schwarze Teil, was da läuft, ist eine Zecke. Juhu, Zeckenalarm. Ja, wir sind halt im Wald, ne? So, und jetzt, wie gesagt, jetzt gibt es hier erstmal was für uns zum Essen. Ja, 2 Stunden später, also um 17:45 haben wir angefangen aufzubauen. Ich zeige euch jetzt mal Irinas Schlafgemach. Darf ich in deine Gemächer? Sehr gerne. Das hier ist die Irina. Das ist einfach ein... Warte mal, hier ohne geht's auf, ne? Hör ich mal. Ein Zweimannzelt hat sie sich da besorgt und hat jetzt hier schon Schlafsack. Könnt ihr ja sehen, schön blau. Ein Krüzi, ne? Da hat sie einen Rucksack hingelegt. Und wie man sehen kann, ist es super geräumig. Hier hat sie noch ihre Getränke. Und was soll ich sagen? Also die Irina hat ihr Zelt, ja, halbe Stunde? Na, also bitte 10 Minuten. 10, 15 Minuten. Ich denke mal, so eine halbe Stunde hat sie schon gebraucht, bis sie alles drin hatte, bis sie alles aufgebaut hat. Das Zelt selber. So eine Viertelstunde oder sowas oder 10 Minuten. Das sind ja diese Plop-Op-Teile, die gehen ja schnell. Ne? So, und jetzt komme ich.
Und ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat heute. Ich habe den Aufbau meines Tabs vergessen, wie das funktioniert. So was hatte ich noch nie. Ich habe diesen Aufbau schon, ich weiß nicht wie viel, 100 Mal gemacht. Und ich mache eigentlich immer denselben, weil ich den am praktischsten finde. Das ist der, der aussieht wie so eine Art Zelt, den man von oben und unten zumachen kann. Habe ich euch ja mal gezeigt, wie das geht, ne? Und ich liebe diesen Aufbau. Und ich stand jetzt heute hier. Also ich bin jetzt gerade fertig geworden. Und das ist das Ergebnis. So, ich habe jetzt hier ein Ultralight-Tab. Das hat halt 2,50 Meter auf 3 Meter. Und von daher ist es ein bisschen knapp bemessen. Ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das dennoch mal aus und schaue mal, ob es trotzdem funktioniert. Aber ich habe den kompletten Aufbau vergessen gehabt. So dass ich jetzt 2 Stunden gebraucht habe, um das aufzubauen. Aber ich habe es jetzt geschafft, es ist fertig. Die Irina hat geholfen, mit zu überlegen, wie es gehen könnte. Aber irgendwie, ich habe dann versucht, selbst in meinem eigenen Video zu gucken, wie ich das ausgebaut habe. Leute, ich sag's euch, unfassbar. Also das ist echt unfassbar. Und hier gibt's kein Netz, gell? Also aufgeschmissen. Und irgendwann dachte ich, okay, du musst es irgendwie auf links machen. Also das muss verkehrt rum auf dem Boden liegen. Und dann so nach und nach hat mein Gehirn gesagt, okay, ich gebe dir mal ein paar Infos und habe dann endlich nach 2 Stunden das aufbauen können. Also sowas ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Kennt ihr das eigentlich auch, dass ihr komplett vergesst, wie ein Tab-Aufbau ist oder sonstiges irgendwie? Könnt ihr mir ja mal sagen, ob das bei euch auch so vorkommt.